Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Railroader. In der letzten Episode haben wir hier in Andrews hier ein bisschen rangiert und wir haben hier diesen Personenzug bereitgestellt, den wir ja eigentlich mit der Dampflokomotive fahren wollten. Aber die hat leider ein Wehwehchen und fällt aus, also müssen wir hier mal mit unserer Rangierlok fahren. Wir haben hier hinten ein bisschen was an Güte mit für Silver Interchange und Alaka Calling Tower, das wir jetzt mal mitnehmen. Passagiere sind schon zugestiegen, 12, 11, 11, 9, 10 und 44. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal runter fürs erste Mal bis Alaka Depot. Es ist eine recht lange Fahrt. Ich würde sagen, ich werde das für euch im Schnelldurchlauf machen. Ihr werdet diese Ansicht haben, damit ihr die Strecke an sich seht. Und dann sehen wir uns, wenn wieder was passiert. Bis dahin würde ich sagen, geht das mal los. Ja, ein bisschen Leistung. Und dann schauen wir mal, dass wir hier unfallfrei ankommen. So, liebe Leute, da waren wir beim ersten Etappenziel. Ihr habt schon gemerkt, die Lok ist hier nicht sehr glücklich mit unserem Zug und der Strecke hier. Obwohl die Steigungen hier verhältnismäßig noch human sind. So, bleiben wir hier gleich mal stehen. Wollen wir hier mal drüber düsen. Ob jemand aussteigen will. Wollen wir gleich sehen, wenn es dann heißt Ticket First. Ja, dann haben wir Ela, Wilmot und Silver Depot. Ja. Da fährt dieser Zug leider nicht hin. Schade. Okay, aber ich glaube. Nö. Ich glaube, wir können wieder weiter düsen.
Oi, oi, oi. Ja, momentan ist der Betrieb halt leider ein bisschen eingeschränkt, nachdem so viele Loks kaputt sind. Schauen wir uns mal in die Mitte hin. Und würde sagen, fahren weiter. Nächste Etappenziel ist Toppen. Mal schauen, wie das da mit der Strecke wird. Gut. Abfahrt. So, nächstes Etappenziel, Toppen. Und ich bin nicht einmal vom Gas runtergekommen, die ganze Zeit 100%. Die ist nicht happy. 550 Gallonen haben wir noch. Haben wir gut mal ein bisschen was weggesemmelt. Auf der kurzen Distanz eigentlich. Und dann schauen wir mal, wie es dann hier passagiertechnisch aussieht, ob jemand einer aussteigt. Und ich denke mal nach Toppen, ja, da geht es dann bergab. Das ist irgendwie das schlimmste Stück hier noch. Also vor allem, wenn man von da oben noch da runter kommt. Wir werden da hier auch schon wieder langsamer. Eigentlich würde ich hier gar nicht anhalten.
So. Oh, endlich mal Ruhe. So, 39. 6 Active Babels, ja, das sind ja unsere. Anaka Junction, Cochrane. Anaka Depot. Oh, warum steigt jetzt hier keiner ein? Ich dachte, das geht mit beiden Gleisen. Oder muss ich noch weiter hochfahren? Jetzt erstmal die Weiche hier umlegen. Probier das mal. Oh komm, du schaffst es. Du musst einfach auf Höhe von dem hier sein. Man sieht es auch hier, wie steil das hier ist. So, jetzt? Ja, jetzt wird hier eingestiegen. Sehr gut. Das war's. $15 für diese Megafahrt. Ja, da war der Dieselverbrauch vermutlich teurer. Gut, gut. Nächster Halt. Nach Topton ist Nantala. Und da soll es dann eigentlich halbwegs flott weitergehen. Und dann ist Elmond der nächste Halt. Immer noch nicht sicher, was hier auf dem Stumpfgleis noch passieren wird. Weil ich glaube, momentan geht da überhaupt nichts hin. Gut. Einen Dialog. Ja. Auf hier. Mal da mittig hinstellen. So, damit ihr wieder eine beste Aussicht habt. Bremsen lösen. Nee, 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 nicht nach hinten. Nach vorne bitte. Okay, dann im Schneckentempo und weiter geht's. Viel Spaß. So, liebe Leute, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, wie gut es im Video rüberkommt, aber diese Steigung, spezifisch jetzt für uns das Gefälle, ist wirklich extrem. Also, mit richtig fetten Güterzügen kommt ihr da nicht drüber.
Außer ich habe da irgendwie 5, 6 Slugs da irgendwie dran. So, dann mache ich mal anhalten. Das war jetzt spannend, diese Fahrt. So, runter hier. Wie sehen wir aus? Jo, da tut sich ein bisschen was. Ja, bitte, hier fahren wir halt auch nicht. 6 Dollar! Wahnsinn. Silber 13, Andrew Station 4. Ja, gut. Ist bis ist. Was macht der Verbrauch? 551 Gallonen. Wunderbar. Perfekt. Da hinten sind übrigens noch Güterwagen. Ganz da hinten. Da sind wir zuerst auf der Talfahrt hier vorbeigefahren. Auf der rechten Seite waren die. Die müssen dann nach Andrews. Ich glaube, das wird da was für die nächste Episode. Da werden wir uns dann die Berkshire holen und hier Sachen mitnehmen. Unser nächster Halt ist fürs erste. Wester ist, glaube ich, nur eine Ausweiche. Element als nächstes. Gut. Schöner Zug. Gefällt mir. Gerade so mit dem Rot hier. Okay. Da sollte man jetzt ein bisschen schneller unterwegs sein. Rein theoretisch. Kamera ist ausgerichtet. Ich würde mal sagen, so, lassen wir es. Und Abfahrt.
So, liebe Leute, wir kommen in der nächsten Station an. Gehen wir ein bisschen runter mit der Leistung. Das ist Element. So. Einfach mal ein bisschen bremsen hier. Perfekt. Gehen wir mal hier runter. Also, es ist schon eine echt schöne Strecke. Vor allem hier so am Fluss entlang. Oder Bach, wie auch immer. Und ja, man ist halt hier schon sehr lang unterwegs. Also in Echtzeit, ich weiß jetzt nicht, wie weit das YouTube-Video ist mit dem Schnellvorlauf, aber ich habe jetzt eine Fahrzeit von 1 Stunde und 2 Minuten, bis ich hier angekommen bin. Und ich bin immer noch nicht da, wo ich eigentlich hin will. 27 Leute, Silber, Natala, Vitya, Ella, tja, keiner, der hier aussteigen will. Okay, ist wie es ist. Ansonsten, ja, wir sind hier mitten im Nirgendwo. Gehen wir da rein auf die Lok hier. Mal schauen, nächster Halt ist Anaka Junction. Und da frage ich mich, ob ich hier auf dem Gleis anhalten kann. Und er den Passenger Drop-Off mitnimmt. Ansonsten ist es dann wieder Hochfahrt wieder. Also der Plan sieht so aus, dass wir hier runterfahren. Dann hat es hier noch Wagen für Anaka Junction. Die nehmen wir runter nach Anaka. Lassen die unten stehen. Fahren wieder zurück nach Bryson hoch. Und die Nummer 10 wird sich dann um die Wagen da unten kümmern. Und später muss dann die Berkshire, die hier, ein bisschen Arbeit machen. Mal schauen, wie das zeitlich aussieht. Jetzt erstmal der nächste Abschnitt nach Anaka Junction. Da sollte man aber einigermaßen schnell ankommen. Also, stelle mich mal wieder hin, damit ihr die Strecke seht. Und dann würde ich sagen, los geht's.
So, liebe Leute, wir sind jetzt de facto kurz vor Laka Junction. Da werden wir da noch ein bisschen rangieren müssen, bevor es dann weitergeht. Immer in den nächsten Minuten sind wir dann da. Und aufpassen, dass da die Weichen aufpassen. Aber ich hoffe, die kleine Mitfahrt hat euch bisher gefallen. Damit habe ich dann eigentlich, sobald wir in der Laka Junction sind, die ganze Strecke einmal im Video gezeigt, oder besser gesagt über mehrere Videos. Und boy, ist diese Strecke lang. Ich dachte am Anfang, das wäre zu kurz, aber war es lang unterwegs. Also jetzt sind es gerade in Echtzeit 1 Stunde 14 Minuten. So lange nimmt zumindest so wäre es schon mal auf. Und das ist nur dieser Part hier. Also hui. 2-3 Stunden ist man für die ganze Strecke auf jeden Fall unterwegs. Oder länger, je nachdem, was man macht. Und man könnte meinen, ne, der Server auf Echtzeit zu laufen, ist vielleicht langsam, aber man braucht hier wirklich Zeit. Also die ganzen Tätigkeiten hier so zeitintensiv sind. Nämlich, ich weiß gar nicht, wie man das hier im Singleplayer alles schaffen sollte. Ich meine, in der nächsten Episode, Entschuldigung, werden wir da nochmal ein bisschen Multitasking machen, so wie ich das ab und zu mache. Wenn gerade nicht so viel los ist, aber es ist stressig. Multiplayer macht auf jeden Fall noch Sinn. So, ein bisschen mehr Leistung bitte. Ja, vielleicht doch 100%. So, da haben wir hier die Strecke zur Kohlemine hier hoch. Da hat es bestimmt auch wieder Wagen. Aber das können wir mit der Rangierer hier auch total vergessen. Also runterbringen wird man es auch können, aber das war's dann auch wieder. So, dann schauen wir mal. Dieser Zoom. Komm, lass mich das anklicken. Dann wird es anklicken. Jetzt. Boah, viele View. So, ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Ist viele View jetzt okay? Ich glaube, so ist okay. Zwar kein Verkehr, aber was soll's. Ja, ein bisschen mehr Schmackes. Da stehen schon die ganzen Güterwagen hier hinten. So, wir werden uns auch gleich mal die Fernbedienung schnappen. Naja, kommt das vor mal auf. So, runter hier. Langsamer werden. Söderle. Dann werden wir hier die ganzen Alaka-Sachen gerade mitnehmen. Ich hoffe, das werde ich nicht bereuen. Also gewichtstechnisch. Södele, that passt. Wir müssen da rein. Wie viel habe ich da ungefähr, Laka? Okay, die sind empty. Empty. 80 Tonnen mit dazu. Naja, da kommt Freude auf. So. Hier, Personenzug. Gemischter Zug, besser gesagt, einmal Retour. Ah, ich genieße gerade ein bisschen die Ruhe. So, komm, ein Stückchen noch.
bisschen flottere Sandkuppeln. So, stehen bleiben. Letzte Wagen hat die Handbremse drin. Okay, 611 Tonnen. Ja, meine Lok wird mich lieben. Aber so grundsätzlich macht es halt schon Sinn, dass man den Personenzug halt Güterwagen mitnimmt. Damit es einfach effektiv ist für den Gewinn. Gut, ich fahre mal wieder mit. Perfekto. Gut, den Teil der Strecke, den kennst du ja schon. Den haben wir im Multiplayer schon mal gefahren. Ich würde sagen, wir sehen uns dann kurz vor Alaka wieder, wenn ich dann einfahre. Und dass wir dann hier ein bisschen Zugaufteilung machen. Also, bis dahin gibt es einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, liebe Leute, gute Zeit. Später sind wir hier in Alaka Depot angekommen. Und ich sehe da gerade etwas, was ich nicht sehen will. Eine Fuse, die jemand vergessen hat. Könnte aber auch ich gewesen sein. Weiß man nie. Wir werden mit der Lok einmal umsetzen. Wir werden die Wagen für Alaka Junction, nicht Alaka Junction, Alaka da lassen. Das wären die vier Wagen hier drin. Beziehungsweise könnte man eigentlich Cooling Tower gerade da nach hinten bringen. Könnte man eigentlich machen. Der Zug ist eingebremst. So, einmal hier lösen. So, und dann kannst du mal hier Gas geben. Oh, unsere Person ist natürlich irgendwo anderes. Ja, macht schon Laune da, so einen gemischten Zug zu fahren. Dann ist es halt nicht nur stumpf die Strecke fahren. So, einmal die Weiche da und einmal die. Hängen wir uns mal ran. Ja, komm. Dankeschön. Es frisst halt echt unglaublich viel Zeit hier alles. Ah, ich überlege gerade, ob ich das Rot ein bisschen in ein dunkleres Rot mache, damit es nicht ganz so knallig ist. Man ist kein schlechtes Rot, aber ein bisschen dunkler. Muss ich das auch mitnehmen, okay. So, also wir werden erwartet in Bryson. Ja, da bin ich auch wieder zurück, liebe Leute. Ich habe leider einen Crash gehabt, das passiert bei mir leider regelmäßig, wenn ich hier Rainbow oder spiele, so alle paar Stunden mal. Jetzt bin ich doch in Echtzeit ein bisschen unterwegs gewesen. Die Lok auswählen war vielleicht nicht schlecht. Machen wir weiter im Programm. Hier geben wir uns auch Bye-Bye. So, mal ein bisschen abbremsen. Das sollte reichen. Sehr gut. Okay, das war ein bisschen zu viel. Field of View. Schauen wir mal. Alaka Cooling Tower. Mache ich das jetzt mit der Look? Achso, ja. Bremsen gelöst. Einbremsen, bitte. Silver Interchange. Wisst ihr was? Wir machen das mal doch auf schnell. Und werden die erstmal auf die Seite nehmen. Und dann kann die 10 das machen. Die soll ja auch mal gefahren werden. Und wieder zu. So, bremsen.
Da ist auch einer für den Interchange. Würde ja eigentlich Sinn machen, dass ich den gerade mitnehme. Wenn ich schon mal da bin. Andererseits, es wird vermutlich hier im Interchange noch ein bisschen was dazukommen. Ich glaube, ich will erstmal nach Beißen kommen. So, anhalten. Handbremse machen wir bei dir mal rein. Ja, wobei, das ist doof. Mal die Handbremse hier. Dann lassen wir das ganze Geschmüche stehen. Dann fahren wir gerade weiter nach Bryson. Ich mache mal auch wieder zurück. Und hier alles auf Normalstellung ist. Das ist auch Grundstellung. Ja, tschüss, DGB. Das war jetzt ein bisschen grob. Okay. Dran werden wir. Warte mal kurz gucken, wegen Passagiere. Bryson und Naka Junction. Ja. Bryson und Naka Junction Cochrane. Hemingway Cochrane. Okay. Naka Cochrane und Naka Junction. Junction Bryson Depot. Gut. Dann machen wir die letzten Passagierhalte und sehen uns dann in Bryson wieder. Ich, warte mal, 4000, 8000, ja, die brauchen noch. Ja, da wird schon noch was dazukommen für Bryson. Respektive für Silver Interchange hier. Wenn wir da 10 hier weitermachen. Wir schauen erstmal, dass wir unseren Personenzug nach Bryson bringen. Damit da die Leute weitermachen können. Also, nächster Cut für euch. Wir sehen uns in Bryson wieder. So, liebe Leute, Ende der Etappe. Das ist eine Fuse, die ich hier wegmachen muss. Ich hoffe, ich mache das dann gleich mal. Wir sind jetzt kurz vor Bryson. Da werden wir unseren Personenzug erstmal stehen lassen. Oh, hier die Berkshire. Da unten. Ich möchte genau in die Richtung, wo wir jetzt gerade hinfahren. Signale verdeckt. Wenn man noch mal ein bisschen schmack ist. Was hatten die alles mit dabei? Ja, das sieht noch Gap Cordon. Die stärkste Lokomotive, die wir hier haben, die Berkshire. Nice. Oh, die ist aber mit einem guten Zug unterwegs. Oh, und sogar Stuff für Alaka. Was macht die Lok da unten? Steckenlok. Ah ja, okay. Und das kümmere ich mich auch nochmal. Habe ich da vorher mal frisch gekauft. Also Unterstützung für die Berkshire.
Söderle. Das wär's dann fürs Erste. So, anhalten und gern Follow bitte. Oh, das war zu früh. My bad. Da hinten steht mein Server, ich. Oh, was? Er hat es trotzdem genommen. Aber eigentlich müssen die Wachen ja leer sein. So, jetzt kommt's. Einmal bitte alle raus. Was haben wir jetzt hier? Preisen Kohlendauer, Preisen. Das muss weiter Richtung Silber. Passen Tenure und das ist Silber Interchange. Auf dem Gleis da unten. Okay. Dann würde ich sagen, bringe ich das jetzt nach unten auf das Gleis dahin. Werde die Lok hier hinten wieder ranhängen und die Neustreckenlok für Andrews, die hier. Ah, wo ist sie? Fährt dann gerade wieder nach unten. Der ist nicht mal. Ja, gut, fast voll. Hab nichts gesagt. Okay. 9371 in schwarz. Das geht aber nicht. Die hätte ich gerne in rot. Tun wir gerade mal das hier kopieren. So. Equipment. Customize. Die muss rot werden. Auch keine schlechte Farbe, aber nein. Die muss rot werden. Sehr gut. Ja, mal schauen, was wir mit der für Unfug machen werden. Gut. Okay, ich würde mal sagen, für die Episode reicht es erstmal. Warum ist er draußen? Rein mit dir. Ich mache hier noch fertig und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Mal schauen, was wir dann hier auf dem Multiplayer-Server so anstellen werden. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Ciao.